Hallo und herzlich willkommen zu einem eher etwas anderen Video. Und zwar, in letzter Zeit spiele ich mit vielen meiner Freunde viel Wargame, eher Land Battle. Wir haben das halt einfach mal so gefunden, wir haben es uns gekauft und es ist so ein, der Dritte Weltkrieg halt ausgebrochen im Jahr 1980 meiner Meinung nach. Und wir spielen als NATO gegen Pakt. Und diese Schlacht ging insgesamt 2 Stunden lang. Und wir werden das jetzt uns bei zehnfacher Geschwindigkeit angucken. Und zwar nur aus meiner Sicht. Ich denke, so ist es auch eher fair. Ich spiele die Briten. Ich weiß gar nicht, was mein Freund in dem Moment gespielt hat. Kann man auch jetzt leider gerade nicht sehen. Aber auf jeden Fall, wir schauen uns das jetzt mal an und ich starte das Ganze. Tut mir leid übrigens wegen meinem Husten. Das sollte, naja. Hier hat er mir ein paar Positionen markiert für eine Flak. Beziehungsweise für eine AA. Die ich leider nicht eingehalten habe. Und da ging die Schlacht auch schon los. Ich hatte mir jetzt Plan gemacht, dass ich den Weg zu unserer Base mit Infanterie komplett blocke. Die Einheiten, die ich in dem Moment hatte, waren auch sehr gut. Während anfangs ich keine Probleme hatte, ist mein Freund hier halt, also ich nenne ihn jetzt einfach Kim, weil er auch Kim heißt. Ich habe ihn ich werde da die Kamera jetzt mal mehr so auf ihn richten. Ne? Bei mir war einfach weniger los als bei ihm, aber das hat sich ziemlich schnell geändert. In den ersten 5 Minuten ging es halt hauptsächlich bei ihm ab. Da kam er auch mit seinen Starfightern. Diese Geräuschkulisse nervt mich gerade ein wenig. Aber ich konnte mich dann noch ganz gut halten, ne? Wenn auch eher holprig. Meine Panzer wurden dann letztendlich zerstört, aber mein Plan war es auch nicht, Alpha irgendwie anzugreifen und zu halten, ne? Sondern einfach nur meine Truppen dort vorzuschicken, ne? Dass ich schon mal weiß, wenn Truppen kommen und dass ich den Weg zur Base ziemlich sicher habe. Und wie man hier sieht, die Einheiten hier waren sehr gut darin. Und hier sind wir dann auf ein Problem gestoßen. Hier konnte ich nur eine Einheit stationieren. Und da waren Panzer. Die waren dann komplett umzingelt und ich konnte nichts machen. Tja, lief nicht so geil. In dem Moment habe ich dann meine Lynx genommen. Was ein Helikopter leider nur mit TOW-Raketen ist, aber dafür sehr, sehr, sehr kraftvollen TOWs. Und habe versucht, einen Schlüssel zu geben. Doch leider wurde er, wie gerade vor kurzem zu sehen war, leider abgeschossen. Wie so vieles auch von mir. Also hauptsächlich wurden Sachen von mir abgeschossen. Vor allem was Luft angeht. Der Pakt hat einfach richtig krasse AA-Jets. Wie man hier hinten sehen kann, unsere Einheiten spawnen aus der linken Seite und die beschießen uns sofort mit Artillerie und allem Möglichen, sobald wir nur auf die Idee kommen, irgendwie was zu holen. Also es war von links aus gesehen eine sehr, sehr krasse Schlacht. Ich habe mit den Sea Harriern die ganze Zeit versucht, die Helis runterzuholen. Hier bei mir wollte dann der Flak durchkommen. Aber meine Infanterie konnte sehr gut Position halten. Naja, während auf der linken Seite ist er sehr, sehr krass holprig zugegen. Jetzt kam auch wieder ein bisschen was. Aber das konnte meine Infanterie auch sehr einfach zurückhalten. Wie gesagt, der Hauptaspekt in dieser Schlacht war eigentlich wirklich auf der linken Seite. Der hatte auch. Also der Computer hatte jede Menge an Jets, wie man hier auch jetzt sehen kann. Ich glaube, der hatte da alle eingesetzt, die er hatte. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Und dann sind sie zu meiner Seite vorgerückt. Und da wurde dann meine Infanterie und meine Panzer sehr hart eingeheizt. Also meine vorderste Infanterieeinheit wurde komplett ausgeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, ob sie zweit überlebt hat. Ich habe das jetzt nicht mehr so gut im Kopf. Die Schlacht ist schon eine Weile her. Aber auf jeden Fall war das eine sowas von krasse Schlacht, dass ich halt gleich ziemlich alle meine Panzereinheiten noch geholt habe. Und er die dann instant mit dem Bomber fast alle weggeholt hat. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war. Ja, das waren so Billo-Panzer, aber es waren halt Panzer. Dann habe ich, glaube ich, die LKWs vorgeschickt zur Ablenkung. Und er hatte halt permanent überall Bomber gehabt. Ich hatte da auch schon eine Raketen-AA einfach, um die ganzen Jets runterzuholen. Aber der hat meine AA einfach mit Bomben runtergeholt. Was einfach nur krank war. Hat auch permanent, glaube ich, meine FOB angegriffen. Nee, ist glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, der wusste einfach nur, dass ich Einheiten im Wald hatte. Und wenn man das hier schon sieht, denken halt die meisten, ja, wir sollten eher aufgeben.
Aber dann wurde es eher etwas ruhiger. Der hat dann halt meine FOB angegriffen. Ich habe meine Infanterie vorgeschickt. Und habe dann halt mich da ein bisschen gekümmert. Und habe noch eine weitere Lynx zur Verstärkung geholt. Weil, wenn man jetzt halt so mal die Lynx beobachtet, wenn dann so einzige Panzereinheiten kommen, die hauen die Panzer sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht weg. Vor allem habe ich auch das Kampfsprungsystem eingesetzt. Also ich bin immer wieder gelandet, bin dann wieder hochgegangen über die Baumspitze, habe die Panzer beschossen und bin dann auch wieder gesunken. Nee, ich bin dann manchmal auch vorgegangen, bin dann wieder abgetaucht. So schnell es halt ging, um so viele Panzer wie möglich, um meinen Freund halt so gut wie möglich zu unterstützen, ne? Weil der nicht genug Punkte hatte. Ich hatte noch welche, aber ich schicke leider eher seltener Truppen, ne? Hier waren dann die T-70, mein Freund hatte Jaguar zur Unterstützung geschickt. Ja, er hat die Deutschen gespielt. So war's. Ja, der hatte Marder Roland 2. Ja, der hat halt die Deutschen gespielt, ich war die Briten. Meine Lynx hier, wie man gesehen hat, auch mit den 8 Raketen, den Panzern sehr gut eingeheizt. Der hat mir noch Kanonenjagdpanzer rüber geschickt. Waren so Billo-Einheiten. Und ich wusste, dass da Infanterie war und einfach, weil mir langweilig war, habe ich da Rover Pinky rüber geschickt. Die den nicht gut eingeheizt haben. Die sind halt Scouts, keine Kampfeinheiten. Letztendlich waren wir wirklich auf einen Stellungskampf ausgelegt. Tut mir wieder mal leid wegen dem Husten, das ist mega stressig, aber ich glaube, ich bin ziemlich erkältet. Und da hatten wir auch mal wieder mit permanentem Artillerie-Spam zu kämpfen, ne? Was bei Computern, also bei CPU-Feinden, immer mega krass ist. Die Lynx hier, die war sehr lange im Einsatz. Leider sind sie uns am Ende hin ausgegangen. Und die Schlacht ging schon eine Stunde und wir waren immer noch hier in einem Stellungskampf drinne. Während meine Lynx hier noch alles weggeholt hat. Also die Lynx war wirklich eine sehr, sehr gute Unterstützung in dem Moment. Falls jemand im Wargame spielt und sich irgendwie ein Mischdeck macht, der kann wirklich mal die Lynx ausprobieren, ne? Die Lynx ist einfach ein mega guter Helikopter. Das einzige Problem, also er ist leicht, schwer zu sehen, aber ist mega stark einfach. Hat zwar jetzt nur Raketen, ne? Aber die Raketen sind dafür richtig geil. Hier wollte er dann mit meinen Panzern angreifen, aber ich konnte ihn dann halt weiter zurückdrängen. Mein Freund hat seine ganze Base verloren. Er wollte sogar schon aufgeben, aber ich habe dann noch eine zweite Lynx zur Unterstützung geholt. Und er hat seine Einheiten noch zu mir rübergeschickt. Ich hatte noch eine FOB übrig. Und wir haben dann einfach permanent weitergekämpft. Wir haben einfach nicht aufgegeben. Ich habe dann noch einen Scout da nach hinten rübergeschickt. Wir haben einfach noch alles gegeben, was wir konnten, ne? Haben dann noch gesehen, ja, der hatte hier noch so ein paar Einheiten. Ich habe im Sea. Der, wie man sieht, Sea Harrier. Ist eigentlich ein ziemlich guter AA-Jet bei den Briten. Ich glaube, einer der besten, ne? Und hab dann einfach da mal reingeschossen. Und da kamen instant zwei MiGs und haben meinen Panzer sofort down gemacht. Hier habe ich meine Infanterie losgeschickt, dass die hier die Einheiten bekämpfen. Die haben auch Unterstützung von allen möglichen bekommen. Haben es dann auch letztendlich geschafft und wir konnten unsere Position zurückerobern. Und haben das dann halt auch schamlos ausgenutzt. Naja, okay, teilweise. Ich war dumm, ich hätte meine Einheit eigentlich. Oh, nee, ich habe die hier kämpfen lassen. Ne? Das war eine sehr, sehr interessante Schlacht, bei der immer einer von den Feinden gefallen ist und einer von mir. War wirklich witzig, aber letztendlich haben es, glaube ich, meine Einheiten geschafft. Ja, einer gegen einer und meiner hat einfach mal überlebt. Aber dann hat sich der eingemischt, der BMP. Das down gemacht, wäre das mit meiner Lynx hier weiter aufgeräumt. Wie gesagt, der Helikopter, der ist einfach unglaublich gut. Aber ich würde den immer alleine nur schicken. Und der ist auch billig, der kostet nur 75 Punkte. Die Lynx hat einfach permanent richtig fett reingehauen, ne? Da hat er eine meiner Lynxen zerstört mit Artillerie. Das ist auch ein bisschen mies mit der Artillerie. Denn die Artillerie sieht einfach immer alles. Der Computer sieht immer alles und kann seine Artillerie dann dementsprechend halt auflegen. Wir wissen noch nicht so genau, was passiert ist mit den Panzern dort, aber
Da war dann die Mission Cap, wo wir sind. Ich bin dann mit meiner Infanterie vorgestimmt. Ich bin ein sehr großer Fan von der Infanterie in dem Spiel. Die Infanterie ist wirklich richtig gut, aber hat auch miese Nachteile. Hier wollte ich dann mit so billigen Flaks rüberkommen und dem seinen Scout ausschalten, was leider nicht so gut funktioniert hat. Meine Infanterie hat dann noch meinen Freund hier beim Vormarsch unterstützt. Wir sind dann immer weiter nach vorne gegangen. Und meine Einheiten haben dann hier kurz aufgeräumt. Sind dann auch selbst reingegangen. Dann kamen noch ein paar BMPs. Also, ich weiß, haben die meine Lynx dann gleich ausgeschaltet. Ich bin dann gleich mit den Lynx vorgegangen. Und hab die dann hier noch einheizen können, dass sie meine Mission Cap, dass sie die Mission Cap von meinem Freund da nicht down macht. Ich bin nicht so Fan davon, Instant Mission Caps loszuschicken. Ich bin eher so der Fan von der Überraschungsmoment. Ja, das gehört nicht. Das gehört niemand. Also es ist da niemand. Dann ist da auf einmal eine ganze Armee von mir oder so drinne. Und erst so am Ende setze ich dann die Mission Cap ein. Da hat mein Freund dann Logistik von mir angefordert. Ich habe mega viel Logistik eigentlich immer dabei. Der hat dann Marder losgeschickt. Mit Infanterie auch zur Unterstützung. Was mit meiner Lynx jetzt passiert ist, weiß ich gerade. Ich glaube, die wurde abgeschossen. Ja, gerade jetzt wurde meine Lynx abgeschossen, ne? Meine Chidu ist dann hier aus irgendeinem Grund gelandet. Ich weiß es nicht mehr. Wurden dann beide zerstört, leider. Und dann habe ich meine SAS-Einheiten geschickt. SAS sind zwar Scouts, aber die sind perfekte Einheiten. Die haben, wie man hier sehen kann, ein gutes Gewehr, eine AT-Waffe und eine AA-Waffe. Das war mega krass. Hier wollte ich mit Javelin-Einheiten Panzer zerstören, aber die Javelin kann angeblich keine Panzer anvisieren, was sehr wenig Sinn macht. Aber ich denke, das war dann halt so der AA-Einheit eher. Dann habe ich der Mission Cap von mir hier rüber geschickt, dass er keine Einheiten mehr schicken konnte. Letztendlich hat es dann auch sehr gut funktioniert. Uns gehörte dann auch die Position und der konnte nur noch aus, ich glaube, Golf und Delta konnte er nur noch Einheiten holen. Das heißt, er war auch so ziemlich eingekesselt von den Punkten her. Und jetzt ist eine Zeit lang Ruhe gewesen. Unsere FOB ist leer, wie man hier gesehen hat. Und mein Freund hat noch die letzten Panzer, die er hatte. Leopard 2 hat er sich aufgehoben und jetzt für den letzten Moment aufgespart. Damit wir halt noch reinhauen können. Ich habe noch meine paar LAVs, die ich hatte, mit Infanterie reingeschickt. Und der hat uns mit Artillerie befeuert, mal wieder. Und er wollte halt meinem Freund so gut ich kann unterstützen. Ne? Und hier sind dann Infanterietruppen, unter anderem Napalm-Infanterie vorgerückt. Und das war einfach mega die Panikattacke für mich, weil auf einmal sind Infanteristen angekommen, die meine SAS-Einheit angreifen. Und ich hatte in dem Moment wirklich nichts mehr, gar nichts mehr, was ich schicken konnte. Ich war komplett festgebunden. Aber ich wollte nicht aufgeben. Wir sind dann hier in der Mitte, in diesem Wald hat sich sehr viel verkrochen. Ne? Da haben wir uns dann zu einem Endangriff bereitgestellt. Mein Kim, der hat halt, ich habe wieder Logistik geschickt zu den Leopards da unten. Ne? Ich wollte halt nicht, dass die Leopards einfach so losgehen. Da waren zwei Mission Caps zu sehen, die wir zerstören mussten. Ich glaube, danach war noch eine da. Aber die beiden waren wirklich unser Hauptziel in dem Moment. Und wir haben einfach alles getan, um jetzt halt noch es irgendwie zu unserem Gunsten zu bringen. Ich bin dann auch mit meinen letzten Infanterieeinheiten vorgegangen. Hab auch noch das letzte bisschen Logistik, was ich hatte, meiner Infanterie aufgeopfert. Und dann halt noch zu den Leos. Und da kam dann auf einmal eine Mission Cap. Und ich wollte mit meinen SAS-Einheiten die halt angreifen. Die waren aber leider zu langsam. Das hat dann den Feind gehört und dann hat er es zerstört mit den Mardern da oben. Ich habe meine Infanterieeinheit hier oben erstmal positioniert. Das war ja eine SS-Einheit, das ist eine Speereinheit. Die war hier auch versteckt. Die haben dann das für Kim gespottet. Und hier war noch eine Einheit Leopard 2. Wir haben uns dann
Wir sind dann halt immer weiter. Ich habe meine letzten, auch meine Infanterieeinheit in der Base vorgeschickt. Das war wirklich alles, was ich machen konnte. Ich konnte gar nichts mehr. Dann sind wir letztendlich zu dem Entschluss gekommen, dorthin zu gehen. Und dort sind wir auf ein paar Einheiten gestoßen. Das waren Logistikeinheiten. Und ich wusste nicht, ich wollte halt diese Einheit, die ganze Zeit gespottet halt, ne? Deswegen ich die Logistik einfach vorgeschickt habe. Ich versuche das Mikro zuzuhalten, dass es nicht so hart auffällt, dass ich huste. Und dann habe ich meine Einheiten hier oben versteckt. Die SAS-Einheiten wurden dann leider gesichtet. Bin dann tiefer in den Wald reingegangen. Dann wurden wir hier drinnen wirklich, haben wir sie eingekesselt. Hab meine Einheiten auch nochmal da nach oben geschickt und sie einfach vorrennen lassen, ne? Als eine Art Ablenkung, dass er noch seine Einheiten vorschicken kann, ne? Mit allem, was er hatte. Mit dem letzten bisschen, was wir hatten, ne? Und meine Einheiten wurden dann komplett zerstört. Alles kaputt. Und da war die letzte Mission Cap. Wir haben sie getötet. Wir haben es geschafft. Mehr als 2,5 Stunden ging diese Schlacht. Also fast 2,5 Stunden, besser gesagt. Und wir waren danach einfach fertig. Es war so schlimm. Wir haben das letzte bisschen zusammengehauen. Und das war eine der besten Schlachten, die wir jemals hatten. Leider habe ich sie nicht selbst gefilmt, weswegen hier jetzt auch Offset da ist. Und es war einfach die Schlacht, die bis heute jetzt noch uns dazu gebracht hat, immer weiterzumachen, auch wenn alle unsere Einheiten dabei sind. Und ich wollte das jetzt einfach mal hochladen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr mehr von Wargame sehen wollt, nur zu. Auf Wiedersehen.